Hertha BSC ist wirklich komplett lost. Wenn die so weitermachen, steigen die direkt wieder ab. Erstmal wird im Trainingslager der Torhüter verhaftet und das ist schon krass. Für alle, die dies nicht mitbekommen haben, Marius Gersbeck hat sich in Zell am See geprügelt, wurde dann suspendiert und jetzt wird gegen ihn polizeilich ermittelt. Aber was ich noch viel krasser finde, ist die Kaderzusammenstellung. Alter, wer hat sich das ausgedacht? Die haben einfach mit Kempf, Dardai, Gechter, Uremovic, Rochel, Clemens und Leistner 7 Innenverteidiger, gefühlt 10 Außenverteidiger und nur 2 Mittelfeldspieler. Einer davon ist Suat Serdar und der soll sogar noch verkauft werden und dann bleibt mit Veit Stanger einfach ein 19-jähriger Nachwuchsspieler. Wir halten also fest, Hertha BSC hat eine Woche vor Saisonbeginn einfach kein Mittelfeld. Wir haben kein Mittelfeld. Angeblich soll Diego Demme noch kommen, aber ob der sich das wirklich antut? I doubt it. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll das nächste Woche aussehen? Achterkette und davor dann Niederlechner und Rehse oder wie stellt man sich das vor? Ich glaube ja, Hertha BSC wird es extrem schwer haben in der zweiten Liga und es würde mich nicht wundern, wenn die wirklich um den Abstieg spielen. Was sagt ihr?